So, dann sagen wir mal ganz freundlich Moin von unserer Wochenend-Session mit Mirko. Stefan ist gerade auch da. Ja, der erste stattliche Fang, mag ich es mal nennen, beim Fidernetz. Über Nacht ging an den Karpfen, Ruten leider nichts. Wir haben gestern Abend noch ein bisschen auf Aal geangelt. Da war leider auch nicht viel zu holen, außer ein paar kleine Bisse. Jetzt beim Fidern klappt es ein bisschen besser. Ja, wir hoffen, dass da noch der ein oder andere dazukommt. Und wir werden euch sicherlich auf dem Laufenden halten. So, vom Licht her gerade ein bisschen schwierig, könnt mich nicht ganz sehen. Aber auch gut, da müsste man eine hässliche Bratze auch nicht sehen. Aber die hässliche Bratze, die führt ihn nämlich beim internen Fiederduell. Drei Brassen auf meiner Seite, zwei, ja, ich sag mal handgroße Brassen, die man notfalls auch noch als Köderfisch verwenden könnte. Jetzt sind das schon zwei natürlich nicht, darum schwimmen sie wieder. Und dann die gerade eben gebissene 40 cm lange Brasse. Ganz klassisch auf einem 18er Haken mit zwei Maden drauf und Futterkorb, wie man es sich anders kennt. Jo. Mir konnte gerade eben noch ein Rotauge, ganz kleines. Stefan, der fängt gleich an zu weinen, weil er nichts fängt. Aber gut, so immer ist es. Diese Duelle hier. Ne, da war nämlich am Forellenteich abgezogen. Wir schauen mal, was geht. Und wenn was kommt, dann werden wir sicherlich die Kamera anschalten. So, Kamera läuft. Ja, geil. Jungs, der hat einen guten Appetit, wa? Danke an dieser Stelle an den Opa von Mirko, der uns dieses schmackhafte Mal zubereitet hat. Ja, Jungs, haben wir einen reingehauen, wa? Fein, Absorbpropelle. Geil, mit Kartoffeln. Dann du erst. Live-Drill von Stefan. Ich hätte ihn noch so rausgehoben. Ja, ich hatte ein bisschen Not, dass ich ihn rausfallen. Ja, Petrial, wa? Dankeschön. Ja, richtig weit vorne gehakt, wa? Sehr vorsichtig. Ja. Aber gefangen ist gefangen. Gefangen ist gefangen. Was macht ihr haben? 20 oder so? 21? Achso. Ja. Nächster Fisch! Dankeschön. Daniel Bayer, der Kapitän der Augsburger. Petri, hi, Stefan. Ja, dankeschön. Knöll ist auch bei mir. Aber ziemlich gleiche Größe, oder? Jo. Aber gut, besser als nichts, ne?
So Stefan, was hast du denn Kapitales gefangen? Ja, Brassen. Jo, das ist so die Standardgröße, die wir jetzt heute gefangen haben. So alles zwischen 18 und 25 cm, ja, mit Ausnahme von deiner schönen Brasse. Guck mal auf das Auge. Ich finde, das ist sehr groß im Verhältnis zum Kopf. Kann das? Jo, ist halt ein kleiner Brassen, ne? Tja. Na gut, bin real, wa? Jo. Alles klar. Ja. Oh, das ist... Und das ist der Fisch hier bei Stefan. Das könnte ein schöner Brassen sein, ich weiß es aber nicht. Aber wie das kämpft auf jeden Fall. Der Ruder. Man weiß es nicht. Kescher war schön. Ein kleiner Brassen. Ein kleiner Brassen. Einmal den Kescher bitte. Auf 30 Metern. Das ist das 2-0 für Gladbach. Ja. So, Stefan haut gleich ab. Wir werden es wahrscheinlich schon am Licht so ein bisschen sehen. Wir haben es jetzt kurz vor 6. Wird noch ein bisschen frühdunkel jetzt im Frühjahr. Ja, bekommen ein paar schöne Brassen fangen. Dafür, dass wir beide dieses Jahr eigentlich zusammen noch nie irgendwie was gefangen haben. Außer ja, immer ganz ein Fisch immer nur. Immer nur ein Fisch, genau. Das stimmt. Und ja, Mirko, bisschen leer ausgegangen. Ja, mit dem einen Rotauge. Wollte ich gerade sagen, er war das einzige Rotauge der Session gefangen. Ne? Nee. Aber immerhin. Für uns beide ist ja noch nicht Schluss. Mirko und ich verpissen uns gleich wieder schön in die Schlafsäcke. Wir haben unsere Ruten auf Karpfen schon wieder draußen. Haben wir noch Ruten auf Aal. Ja. Und dann werden wir schauen, was geht. Und ja. Gerade noch einen schönen Brassen verloren, da bin ich jetzt mal ausgeflippt. Den größten war vermutlich, ja, oder annähernd. Eventuell der größte war auf Mirko, hat ja noch schon richtig schön gefangen von, ich glaube 41. Ja. Und der ging in die gleiche Richtung und kurz vorm Kescher an, macht es Pling. Und dann ist er ausgeschlitzt, kurz vorm Kescher. Ganz traditionell, du kannst da keine großen Fische fangen. Nee, du bist halt für die Masse. Du bist für die Kleinen zuständig. Ja? Ich fange die Masse. Ja, wollen wir schauen. Den Bericht werdet ihr sicher, wenn ihr dieses Video gesehen habt, schon gelesen haben. Der kommt nämlich morgen wahrscheinlich direkt online. Ja, der kommt online. Ja, und das Video kommt morgen ja nicht direkt online, dafür produzieren wir ein bisschen im Voraus. Ja, genau. Also, darauf mal ein Like da lassen. Den Link dazu zur Facebook-Seite und den Bericht, den hau ich natürlich wieder unten in die Beschreibung rein. Genau, Güsangeln aus Friesland, gerne mal reingucken. Ja, immer ganz nette Berichte mit verrückten Leuten. Aber meistens immer mit Fisch, meistens. Außer wenn Stefan angelt, dann eher weniger. Aber kann man nichts machen. Nie, grundsätzlich nie in meinen eigenen Bericht. Ja, dann würde ich sagen, wir beide hauen uns jetzt in die Kohle rein. Ja, so. Und du? Wir sehen uns nächstes Wochenende oder übernächstes. Wir sehen uns immer wieder. Ja, Stefan. Ciao Leute. Hau rein. Ciao M. Tschüss. Ciao M. Komm gut nach Hause, wa? So, bis dann. Tschüss. 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 Moin zusammen! Ihr seht, ich bin mal wieder im Wasser, auf Karpfen. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass wir eventuell gegen Abend noch ein, zwei Aalruten auslegen oder ja, es auf Aal probieren können. Da wir hier aber ja, sehr starke Böen haben, vom Wind her, haben wir gedacht, nee, lassen wir lieber vielleicht morgen Abend. Wir sind hier ja, an einem typischen Kanal, wie es bei uns in Ostfriesland üblich ist. Bisschen tiefer, Tiefen bis 3,5, 4 Meter teilweise sind sie möglich. Und unser Hauptzielfisch wird natürlich der Karpfen sein. Ich bin nicht alleine, ich habe den Timmy mit, der hat noch nie einen Karpfen gefangen. Und jetzt
fliegt hier schon wieder ein Heli vorbei. Inselverkehr halt. Und ja, wenn karpentechnisch irgendwas gehen sollte, wird Tim auf jeden Fall den Karpfen drillen können, damit er auch mal den Karpfen drillen kann. Und ja, zuversichtlich bin ich ehrlich gesagt nicht. Aber in den meisten Fällen, wenn ich so negativ eingestellt bin, fange ich. Und darum bin ich letztendlich eigentlich doch wieder guter Dinge. Und wir werden uns melden, wenn das beißt. Denn die Ruhe haben vor einer halben Stunde rausgebracht. Ich hoffe, man sieht mich ein ganz klein bisschen. Wir haben nämlich das Problem mit dem Wind wieder mal. Das heißt, wir können draußen, ja, mit Moderieren wird es ein bisschen schlecht draußen, sagen wir es mal so. So ein paar Aufnahmen draußen machen geht schon, wenn ich das dann mit Hintergrundmusik unterlege. Aber Moderieren ist echt schlecht. Wir haben ja echt teilweise bestimmt Windstärke 5 oder 6. Das merkt man dann auch an den Bissanzeigern. Da haben wir die Sensibilität schon sehr, sehr runtergestellt, runtergeschraubt. Damit da nicht bei jedem Windstoß der Bissanzeiger piept. Ja, gestern Abend hatten wir noch zwei Piepser. Einmal bei Timmy, einmal bei mir. Bei Timmy sind wir uns recht sicher, dass es eine Brasse war. Weil der Swinger hoch und runter ging. Und bei meiner Route auf dem Fishing Boily war der Swinger auf einmal auf 6 Uhr, ganz unten. Ich raus, Route in die Hand genommen. Boily dran. Auch keine Zeichen, dass der irgendwie ja, bearbeitet wurde vom Brassen, Karpfen, sonstigen Weißfischen oder so. Warum? Kann auch alles Mögliche gewesen sein. Und ja, ich mache mir jetzt erstmal Frühstück. Die Routen haben wir gerade schon wieder neu gemacht. Und heute Abend, ja, habe ich noch einen Joker für euch. Aber das seht ihr dann. Dabei handelt es nämlich, mal kurz so, unsere Powder, kennt jeder von euch, das ist jetzt, wo steht's drauf, White Chocolate Insect, riecht so ein bisschen nach weißer Schokolade, sind ein paar tote Insekten drin, sieht man ja, und das Ganze machen wir einfach mit dem Boily, den Boily vorne nass, wenn er schon am Haar dran ist, lässt ihn ein bisschen drin, macht den Deckel drauf, schüttelt das ein bisschen. Da kann man notfalls wieder ins Wasser dumpen, wieder da rein und irgendwann hat man da so eine richtig schöne klebrige Schicht drum. Ist natürlich ideal, wenn man viel mit Brassen zu kämpfen hat, wenn der Boily eh schon sehr schnell sehr dezimiert wird, dann hat man da noch so eine extra Schicht drum. Wasser ist gleich auch fertig. Und ja, wir bereiten uns mittlerweile auf die zweite Nacht vor. Tja. Nach der zweiten Nacht, ich habe das im Hintergrund jetzt extra mal schwarz-weiß gemacht, da in der zweiten Nacht natürlich auch nichts ging, habe ich dann für mich persönlich entschlossen, das Karpfenangeln in diesem Jahr sein zu lassen. Ihr seid ja immer noch da. Na gut, ich habe es noch ein drittes Mal probiert. Ja, okay, und da hatten wir auch Karpfen. Ihr werdet sehen. Tja Jungs, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da vorne sitzen drei Vollidioten auf dem Boot und die haben tatsächlich nach einer halben Stunde den ersten Fisch im Drill und ja, jetzt mal hoffen, dass er gleich im Kescher wandert. Ich stehe hier am Ufer und wir melden uns gleich hoffentlich mit Fisch auf der Matte. So, während Marco das Licht sucht, man kann es glaube ich in den Umrissen, ja jetzt sieht man schön, richtig schöner Schuppenkarpfen mit 24 Pfund von Mirko, sein allererster. Er weiß gar nicht, was er sagen soll.
Richtig schönes Tier auf jeden Fall. Und das nach einer halben Stunde lagen die Ruten drin. Und natürlich, wie man sieht. Ja. Wenn man so weitergeht, kommt man sieht auch, es geht auf die Laichzeit zu. Und jetzt wollen wir sehen, dass es so weitergeht. Abfahrt. Jo. So Jungs, am Morgen, PB-Fisch mit 27 Pfund, schöner Spiegler, aber es ist kalt und ich will wieder in meinen Schlafsack. Es ist arschkalt. So, bei Malik hat es jetzt endlich auch gescheppert. Frisch rausgelegt, Rute lag keine halbe Stunde. Bestückt mit einem Cayman von Tübel Fischi. Ja, 26 Pfund der Gute. Gekämpft hat er, ging eigentlich überhaupt nicht. Wir mussten mit Boot raus, weil er fest saß. Wir waren gerade dabei, meine letzte Rute rauszufahren, oder meine zweite. Da stand Mirko am Ufer und hat angeschlagen, alles richtig gemacht. Richtiger Teamfisch. Und mal gucken, ob was geht. Guckt der Verbrecher, Marco Brotmann kommt auch. Und ja, da grinst einer. So Leute, endlich nach der fünften Nacht in diesem Jahr werde ich auch endlich ja, im Karpfenbuch, sage ich jetzt mal so, für dieses Jahr mal wieder eingetragen. Ja, einfach mal richtig geil, nach so langer Zeit mal wieder einen schönen Karpfen in der Hand zu halten. Es ist zwar kein großer mit 15 Pfund, aber ja, gebissen auf ein Summer Sweet mit einem gelben Pop-Up Maiskorn. Tja, und da wir die Abmoderation aus zeittechnischen Gründen nicht mehr im Wasser gemacht haben, weil wir mit vier Leuten da unser Tackle wieder zurückpaddeln mussten und das alles ein bisschen umständlich war, sage ich jetzt von zu Hause aus, beim ja, vorletzten Datei, die ich noch schneiden muss, weil die muss ich gleich auch noch schneiden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ja, der Film war was anderes. Ich habe die ersten beiden Ansätze, wo wir auf karpfentechnisch also halt nichts gefangen haben, bewusst mit reingeschnitten, damit man halt mal sieht, dass ja da auch ein bisschen Arbeit hintersteckt, dass man nicht einfach ins Wasser fährt und Karpfen fängt. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. War auch die letzte Session gerade an dem See, wo jeder von uns einen Karpfen hatte, mega geil. Und ja, wir hoffen jetzt, dass das mit Karpfen dies Jahr dann mal auch so weitergeht, dass die Schneidenächte ein bisschen zurückgehalten werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.